Halli und hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Akras zusammen mit dem lieben Sir Lance. Huch. Hallöchen und der lieben Jenny. Also, offscreen habe ich eben da hinten den letzten Rest noch eingesammelt. Das heißt, da steht jetzt eigentlich nichts mehr und jetzt würde ich gerne mit der Siebanlage anfangen und die liebe Jenny wollte mir helfen und läuft schon wieder weg. Ja. Nee, eigentlich wollte ich jetzt gerade irgendein Objekt suchen, wo ich eigentlich mein Zeug reinlagern kann. Ah, okay. Weißt du, so, was ich schmeiß jetzt alles mal ins ME-System. Wir brauchen 4 Anlagen, oder? Ja. So, dann brauchen wir 4 Exportbusse. Da reichen aber die einfachen Exportbusse. Dann brauchen wir unsere Autonomous Activator, die lange nicht reichen werden. Unsere Siebe, wovon wir 2 Stück haben. So, 1, 2, 4, 7 brauchen wir. Ernsthaft, wir haben kein Wood mehr? Huch! Was? Grad. Mein Schmarrer, der Dings daraus geworfen. Dann. Oh, wie viel Obsidian haben wir denn? Zu viel. Also hier haben wir, glaube ich, gar nicht so viel. 83. Dann brauchen wir einen ganzen Haufen Kabel. 64 wieder, glaube ich, reichen. Also, das reichen. Ich glaube, dann haben wir alles. Ja. So, dann einmal ein Dust. Ein Sand. Ein Gravel und ein Soul Sand, den wir hier nicht haben. Würdest du mal kurz von vorne einen Soul Sand holen? Dann bereite ich schon mal soweit alles vor. Ja. Und dann kannst du gleich auch aktiv mithelfen. So. Ich bin noch gerade am Überlegen, wo wir die Siebanlage hinbauen. Und das ME-System oder reißen wir die Wand wieder weg? Ich glaube, wir reißen die Wand einfach eben schnell wieder weg. Einmal die hübsche Spitzhacke rausholen. Ach, schade, die kann nicht gelevelt werden. Aber hat Efficiency 4 und Fortune 5. Ja. Mach ich ganz kurz schnell was zu essen, weil das Essen langt nicht mehr. Bin gleich aber noch fertig. Stimmt. Damit. Ich brauche auch. So. Ich schaue noch ein Eier-Sandwich. Anstatt einfach erstmal irgendwie was Einfaches zu machen. Nein, das Komplizierteste, was die finde. Ein Eier-Sandwich ist nicht kompliziert. Nein, überhaupt nicht. Sandwich, da. Apple Juice? So. Nein. Dann. Guck mal, hier wäre das ja. Genau. Hier dann. Ach komm, wir machen dann, lassen wir eine Reihe zwischen frei. Und dann brauchen wir hier noch ein ganzes Stück weiter. Ich hoffe. Oh, verdammt. Haha. Das war eine Reihe zu viel. Jetzt sieht man nämlich oben was. Das will ich nicht. Hihi. Und so. Und hier auch frei klopfen. So, wenn du gleich runterkommst, bring mal bitte einen Eimer Wasser mit. Okay. Und ja. Dann können wir jetzt theoretisch gleich anfangen. Ja. Das einzige Problem, was wir haben, wird sein, dass wir hier noch keine ME-Kabel haben. Ach doch, da. So.
mal. Hier. So, lieber mal mit F7 an hier durch die Gegend laufen. Haben wir Eier? Müssen im System drinne sein. Ich habe die, glaube ich, damit reingeschmissen. Und sonst in der Seed-Kiste sind auch noch welche. Huch. So. Das heißt, wir müssen jetzt gleich einmal eine Anlage bauen, die schnell genug den ganzen Kram produziert. Und das wird, glaube ich, schon schwer genug. Ach verdammt, ich muss ja sogar theoretisch noch ein tiefer. Ha! Verdammt. Ja. So. Sind immer die Vögel im Hintergrund bei mir oder wieso hast du es gemacht? Also ja. Ah, okay. Oh, wir sind 24% schon fertig. Wow. Ich hoffe, die stören nicht. Nee, nee. Mach dir mal keine Sorgen. Okay. So. Mach ich mal schnell weiter die Mauer. Die Mauer, die ist gefallen. Ja, und ich baue eine neue. Die nicht ganz so schnell runterfällt. Schäm dich. Ja, ich schäme mich, dass ich eine Sicherheitsmauer für uns baue. Dass eine gewisse Person nicht einfach runterfällt die ganze Zeit. Schäm dich. Ich bin nett zu meiner Freundin. Ich soll mich schämen, okay. Ich glaube, ich habe irgendwie das Memo nicht mitbekommen. Memo, Memo. Demo, Nemo, Nemo. Nemo, Memo. Ha! Ja, ist. Niemand weiß, was du meinst, also. Brauchst gar nicht weiterreden. Oh, ich habe keine Koppeln mehr. So, dann wird halt aus Limestone letztes gebaut. Irgendwann müssen wir die Keller dann auch mal schön bauen. Keller? Ja, aber zurzeit ist das ja eigentlich eh nur ein Wirrwarr. Warst du eigentlich schon mal hier unten wieder? Seitdem ich hier jetzt umgebaut habe? Ich weiß sie nicht. Also scheinbar nicht. Hä? Hey. Warum? Oder brauchen wir wieder hier neuen Import? So, ein Importbus noch. Und ein Exportbus. Bei den großen. Eine Chest. Und einen Hopper, den wir hoffentlich haben. Ja. Ha, cool, hab's alles. Ah, wow. Ich wäre gerade fast runtergesprungen und wäre. Hui! Stauben. Ja. Okay, stauben. Und einfach blau. Latsch. So, und so, so eine Art, ja. Ah ja, ich könnte auch mal wieder was Neues zu essen gebrauchen. Bin gerade dabei, was zu machen. Okay. Dann beschwere ich mich weiter. Beschwere ich mich bei der Gewerkschaft. Oh, wir haben Ozelote. Wow. Das heißt, weniger Creeper. Glaube ich nicht dran, aber okay. Wenn du dran glaubst. Naja, das heißt zumindest, dass wenn ich ausleuchte. So, möchtest du was essen? Ja, bitte. Fisch Sandwich. Nein. Ihr Leafy Chicken Sandwich. Ah, das ist okay. Beschwer dich nicht. Tue ich nie. So. Never ever. Wow. Ja, da brauche ich zwei Ebenen drunter, brauche ich da Platz. Dann gib mir einmal Wasser bitte her. Du bist da oben doch. So, also der Reaktor, der dreht jetzt langsam wieder hoch und der Reaktor ist bei 100% voll und sollte den Waste hoffentlich selbstständig rausschmeißen. So.
Ja, also so, dass da zwei Hohlraum sind. Also. Aufzulegen. Verdammt, da komme ich nicht ran. Da. Da ja, jetzt hier vorne einmal. passt das so. Das passt so. Einfach einmal hier die komplette Fläche dann zumachen. Am besten halt auch eine Umrandung direkt dran setzen. Das wäre so ziemlich das Beste. Naja, wobei fällt man eh nicht runter. Oh, Spitzhacke ist kaputt. Fug! Der muss ja jetzt halt auch die Flachs benutzen. Gott, hat das gerade geleckt. Pass bitte auf. Ich will dich nicht vom Boden auffischen. Freak. So. Das heißt, hier muss ein Exportbus hin. Und hier muss ein Exportbus hin. Okay, würdest du es bei jeder Seite so mal machen? So. Ne, noch einmal darüber. Und der ist auch so richtig. Gut, dann kommt jetzt zumindest. So? Ja. So, soll ich das einmal erklären? Warte bitte. Ja. Ah! Ich habe keinen Leibstum mehr. Hier. Kannst mal eben. So, also. Gravel fangen wir mal an. Dann so. Sieb drauf. Der ist falsch. Hoffentlich haben wir genug für den überhaupt. Ich glaube, wir haben nicht mehr genug für einen. Ah, nee, wir haben nicht genug für einen. Verdammt. So, hast du eine Wrench? Also ein Crescent Hammer? Nein. Holst du dir bitte einen? Ja. Gut so. Ja, voll. Ich gerade ein bisschen plem plem. Also so, dass er zum Sieb hin guckt. Das heißt, der Ausgang muss nach hinten gucken. Alle. Ja, alle. Sollen alle das eine Sieb benutzen. Okay, wie machen wir das bei denen? Da wird es ein bisschen komplizierter. Nein. Der hat keinen Ausgang. Muss ihn einmal neu aufstellen, dann habe ich den aus dem Schnapp gebaut eben. Hey. Warte kurz. Bei denen ist jetzt das Problem, die. Nee, schau mal wieder bitte wieder an. So, jetzt ist er nämlich richtig. Der müsste jetzt auch richtig sein, genau. So. Also. Die machen ja alle Rechtsklick automatisch, das heißt, das brauchen wir zumindest schon mal nicht umstellen. So, aber die untere Reihe, die muss jetzt so eingestellt werden mit Aim Level High. Die untere. Das heißt, du machst Rechtsklick auf die Dinger. Ja. Und dann hast du ja einmal so einen Strich da. Ja. So, und klick da mal drauf. Ja. In welchem bist du gerade drin? Der von mir untere. Hey, und du hast da drauf geklickt? Ja, Aim Level High. Okay, ja. Also Aim Level High. Die mittleren müssen ganz normal Aim Level und die oberen müssen Aim Level Down sein. Und also bitte. Ich bin jetzt in den hier drinnen. Guck mal. In den da. Ja. Das ist High. Genau. Das heißt hier seitlich auch High? Ja. Der hier drüben, der ist auch High. Ja, und bitte alle Ausgänge ausmachen. Einfach Shift in die Mitte klicken. Dann sind die Ausgänge alle weg. So, das heißt, wenn wir den jetzt anschließen,
gleich. Hä? Wie mache ich das? Diese grüne Anzeige da. Das grüne Zahnrad. Wenn du da reingehst, kannst du Ein- und Ausgänge definieren. Ah. Oder einstellen. Oh, meine Maus funktioniert schon wieder nicht. Oh, jetzt so. So. Jetzt müssen wir den Vakuumhopper einschließen. Weißt du, wie man den einstellt? Nein. So, klick mal Rechtsklick auf den. Ja. Jetzt hast du da so eine Chest. So, ja, ja. Und so, wo du da drauf guckst, so ist der auch. Das heißt, wenn du jetzt so, wie du drauf guckst, musst du ihn ein bisschen runterdrehen mit rechter Maustaste und dann auf die obere Schaltfläche draufklicken. Dann machst du den Ausgang. Ja. Was? Mach mal. Hab ich. Nö. Du müsst jetzt so ein Pnöppel kommen. Da oben ist auch ein Plöppel. Hä, hey, bei mir nicht. Mach Relock. Ich hoffe, dass es meine Aufnahme dabei nicht abstürzt. Oh. Huch. Ich habe die IP sogar gesehen. Verdammt, egal. Nee, ist doch Whitelist drauf. Ja, okay, ja gut, jetzt klappt das. So. 16 Minuten. Ich muss abmoderieren, oder? Du stehst bei mir in der Wand. Alter, leckt okay. Das gerade. Ich muss abmoderieren, oder? Nee, du musst. Nein, ich. Ja. Aber würde ich sagen, vielen Dank für dieses Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.